was dieses kritische Wort oder das Einfallstor, was das konkret bedeutet, kann man an einer sehr konkreten Geschichte erfahren. Wir haben ja nicht nur ein Buch des Propheten Micha, sondern es gibt eben seine Begebenheit auch im Königsbuch aufgezeichnet, in dem ersten Königsbuch, Kapitel 22. Und natürlich ist Meir Shalev, von dem ich gleich diese Paraphrase dieser Geschichte lese, Journalist genug, um natürlich immer auch sehr aktuelle, wenn man ein bisschen hinhört oder sich ein bisschen, zumindest ein bisschen im Nahen Osten auskennt, das vergeht ja kaum ein Tag, dass das nicht in den Nachrichten ist, sind da natürlich immer Anspielungen und Parallelitäten drin. Dazu ist das Wort der Heiligen Schrift immer gut, es eben auch in die Gegenwart einzubeziehen, selbst auf so unterhaltsame Weise, wie Meir Shalev das tut. Alle für einen, einer gegen alle. Die Geschichte des Propheten Micha. Und sie saßen 3 Jahre lang herum, liest man im Königsbuch 22,1, und sie saßen 3 Jahre lang herum ohne Krieg zwischen Syrien und Israel. Eines Morgens beim Aufstehen fällt Ahab auf, dass schon 3 Jahre ins Land gegangen sind, in denen er keinen einzigen ordentlichen Krieg gegen die Regenten von Damaskus angezettelt hat. Der König von Israel, ein hyperaktiver, energiegeladener Mensch, ruft seine Minister und seinen Freund Josaphat, den König von Judäa, herbei und präsentiert ihnen seinen neuesten Geistesblitz. Kann man dann in Vers 3 nachlesen. Wisst ihr eigentlich, dass Ramoth Gilead unser ist? Und wir schweigen, statt es dem König von Syrien wegzunehmen. Alle Anwesenden bestätigen diese offensichtliche Tatsache und hast du nicht gesehen, werden große Speicherhäuser in Megiddo und Samaria geöffnet, die Wagen angespannt, die Rüstungen poliert und schon steht die Armee Israels einsatzbereit. Zu diesem Zeitpunkt erhebt sich Josaphat, dessen Streitkräfte ebenfalls an der bevorstehenden Schlacht teilnehmen sollen und fordert, man möge doch bitte das übliche Prozedere einhalten, bevor man in den Krieg zieht. Erfrage doch das Wort des Ewigen, verlangt er von Ahab, worauf dieser schleunigst rund 400 Mann einberuft, die in der königlichen Handelskammer als Propheten registriert sind. Da sprach zu ihnen Ahab, Vers 6 sind wir inzwischen, soll ich gegen Ramoth Gilead in den Krieg ziehen oder es unterlassen? Und sie sprachen, zieh hinauf und möge der Ewige es in die Hand des Königs geben. Keiner der 400 Propheten wagte es, Zweifel anzumelden, Einwände zu erheben oder des Königs Ambitionen in Frage zu stellen. Der König hatte Lust auf Krieg und sie begriffen genau, in welchen Wind sie ihr Fähnchen zu hängen hatten. Doch der König von Judäa ist weiterhin beunruhigt. Der Konsens, den Ahabs Verband der Berufspropheten an den Tag legt, bereitet ihm schweres Kopfzerbrechen. Dezent behält er jedoch seine Meinung für sich und fragt, die höfische Etikette beherzigend vorsichtig an, gibt es hier nicht noch einen Propheten des Ewigen, dass wir ihn befragen? Und in dem Schweigen, das auf Josaphats Frage einsetzt, ertönt laut und deutlich König Ahabs Antwort. Da ist noch ein Mann, dass man durch ihn den Ewigen befrage, aber ich hasse ihn, denn der Prophet prophezeit mir nichts Gutes, sondern immer nur Schlechtes. Und dieser Schwarzmaler namens Micha, der Sohn des Jemla, spielt in der vorliegenden Geschichte die Hauptrolle. Ahabs unverblümte Antwort gibt Einblick in das Prozedere, nachdem bei Hof Entscheidungen getroffen wurden. Wie viele andere Regenten duldete er keinerlei Kritik, von anderen Meinungen ganz zu schweigen. Daher lehnte er die Befragung eines jeden, der seine Position womöglich missbilligen würde, von vornherein ab. Stattdessen umgab Ahab sich lieber mit Hunderten von Propheten, Ratgebern, Beamten und Ministern, deren hervorstechende Eigenschaft darin bestand, jede Willensbekundung des Königs zu befürworten.
mit Brecht gesprochen, eine Horde von Ja-Sagern. Diese Spezies unterhält zu ihrem jeweiligen Dienstherrn eine symbiotische Beziehung, die jeden Biologen faszinieren dürfte. Ja-Sager ernähren sich von den Krümeln am Tisch ihres Brötchengebers, sonnen sich in seiner Macht und seinem Einfluss und genießen die Nähe zu seinem Tellerchen. Er weidet sich als Wirt an ihrer Unterwürfigkeit, ihrer rückhaltlosen Billigung eines jeden seiner Schritte und an ihrer uneingeschränkten Bewunderung für jeden seiner Atemzüge. Aufgrund ihres einzigartigen Arschriechertalents buckeln sich Ja-Sager erfolgreich nach oben. An eben diesem Talent sind sie auch leicht zu erkennen, und zwar nicht nur in der Bibel. Vermutlich hat gerade Ahabs unverhohlene Ablehnung gegen Micha Josaphat in seiner Entschlossenheit bestärkt. Nicht umsonst besteht er nach der Anhörung des Chors der Ja-Sager darauf, Micha holen zu lassen. Etwas ist faul im Lande Israel, wenn alle hundertprozentig einer Meinung sind. Da Ahab die Forderung seines Verbündeten schlecht ignorieren konnte, entsandte er einen Offizier zu Micha. In der Zwischenzeit zog das 400 Mann starke Chorensemble weiter seine Revue ab. Sie müssen intuitiv gespürt haben, dass ihre Einhelligkeit diesmal aus unerfindlichen Gründen in Frage gestellt wurde. Als Reaktion verdoppelten sie ihre Bemühungen, ihren König zu unterstützen. Und Zedekia, der Sohn des Knäner, griff in den Requisitensack, zauberte Hörner aus Eisen hervor und rief: So spricht der Ewige, damit sollst du die Syrer niederstoßen, bis zu ihrer Vernichtung. Die Geschichte beginnt, Züge einer politischen Satire anzunehmen. Das Establishment muss sich nicht wenig vor einer abweichenden Meinung gefürchtet haben. Unterwegs wird Micha nämlich offensichtlich auf Weisung von oben entsprechend instruiert, Vers 13. Siehe doch, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. So sei doch dein Wort wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes, sagte der Bote, der ausgeschickt wurde, den Propheten zu holen. Und Micha antwortet: Es lebt der Ewige, denn was der Ewige zu mir sprechen wird, das werde ich sagen. Im Grunde seines Herzens wünscht Micha sich wahrscheinlich nichts sehnlicher, als woanders zu sein. Er ist sich der Abneigung Ahabs gegen seine Weissagungen bewusst und erkennt auch die Gepflogenheiten der Haus- und Hofpropheten. Möglicherweise befürchtete er einen Hinterhalt. Ahabs Vorladung kam für ihn sicherlich unerwartet. Kaum hat er jedoch die Tore von Samaria erreicht, macht er das Spielchen nach allen Regeln der Kunst mit. Zieh hinauf und sei erfolgreich. Und der Ewige wird es in die Hand des Königs geben, sagt Micha zu Ahab. Allem war klar, dass es sich hier nicht um seine wahre Meinung handelte. Vielleicht hatte es der Prophet plötzlich mit der Angst bekommen, als er sich ganz allein im feindlich gesinnten Umfeld wiederfand. Er wäre schließlich nicht der erste biblische Prophet gewesen, der aufgrund einer unerwünschten Weissagung eingekerkert oder umgebracht wurde. Uriah, der Sohn des Semeja und ein Zeitgenosse des Propheten Jeremia, wurde in Ägypten von einem Killerkommando beseitigt, das König Joachim auf ihn angesetzt hatte. Jeremia selbst landete im Kerker. Und erst wenige Kapitel vor Michas großer Stunde war der Prophet Elia in die Wüste geflohen, nachdem Isabel, die Gattin Ahabs, ihn und alle anderen Propheten zum Abschuss freigegeben hat.